Findest du es nicht zum Schreien, wenn du eine gute Zeit mit deiner Frau hast, ihr euch näher kommt, scheinbar läuft alles gut und quasi wie aus dem Nichts meldet sie sich nicht mehr. Sie schreibt dir nicht mehr oder ist auf einmal wie ausgewechselt. Fast so, als wäre sie über Nacht ein anderer Mensch geworden. In 3 Minuten weißt du genau, wieso das passiert ist. Und es liegt nicht unbedingt an dir. Was du verstehen musst, ist, Frauen haben einen ganz besonderen, feinen Riecher. Und zwar dafür, ob dieser Mann das ist, was sie sich insgeheim wünscht. Sehr viele Frauen filtern danach unterbewusst schon von Anfang an. Darum stellen sie dir auch so viele Fragen. Nicht nur, weil sie den Raum mit Smalltalk füllen wollen, sondern weil sie wissen will, ob du dieser Mann sein könntest. Und das ist das Verrückte. Es muss nicht mal ein Mann sein, der ihr gut tun würde. Ganz genauso wie wir auch suchen sich Frauen manchmal einen Partner, von dem sie unterbewusst eigentlich sofort weiß, dass sie nicht füreinander geschaffen sind. Aber sie kann sich diese Menschen einfach nicht entziehen. Viele Männer in meinem Coaching kommen erstmal rein und haben eine Reihe von schlechten Erfahrungen gemacht. Ich denke da gerade zum Beispiel an Thorsten oder an Lee, die mehrmals von ihrer großen Liebe betrogen wurden, bis sie irgendwann schließlich verlassen hat. Viele Menschen tun etwas, ohne dass sie es überhaupt wissen, was ziemlich bescheuert ist. Wir sind uns überhaupt nicht bewusst darüber, wie unsere Umwelt uns schon von klein auf prägt. Wir haben meistens überhaupt keine Ahnung, wieso wir uns zu gewissen Frauen oder gewissen Männern hingezogen fühlen. Und das kann daran liegen, dass wir in unserer Kindheit von unserer Mutter oder unserem Vater nicht die Beachtung und die Liebe geschenkt bekommen haben, die wir uns natürlich gerne gewünscht hätten. Wenn wir ignoriert wurden, dann haben wir gelernt, dass man so anscheinend mit Menschen, die man angeblich liebt, auch umgehen sollte. Oder eben weil sie so liebevoll mit uns umgegangen sind. Wie wir in unserer Kindheit schon geprägt werden, ist unglaublich. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder später gesunde Beziehungen führen und gesunde Partner, Menschen mit gesundem Mindset auch anziehen, dann müssen wir jetzt damit beginnen. Irgendeiner muss damit anfangen. Von Anfang an auf Augenhöhe flirten, gütig, großzügig und unabhängig. Um es mal viel zu vereinfacht darzustellen. Es gibt 2 Arten von Menschen. Die Menschen, die gerne Abenteuer erleben, die ständig neue Reize brauchen. Und die Menschen, die sehr gut mit Ruhe und Stille zurechtkommen, die bodenständig sind. Es gibt solche Frauen und solche Frauen. Es gibt solche Männer und solche Männer. In allen Facetten können wir diese Menschen finden. Aber wenn wir uns nicht wundern sollten, ist, wenn wir uns mit einer Frau treffen, die ständig auf ihrem Handy auf Achse ist, die immer wieder auf Instagram zu sehen ist und hier postet und da postet und uns schon von Anfang an Signale aussendet, dass sie gerne konsumiert, dass sie gerne Dinge von außen auf sich einwirken lässt und deswegen ganz viele Reize sucht, anstatt dass sie zum Beispiel kreativ ist, dass ihre Energie von innen nach außen kommt. Und das können sehr wohl auch stille, ruhige und intellektuelle Menschen. Diese reden dann vielleicht mehr über ihre Wünsche, ihre Träume, ihre Ideen. Aber du musst auch wissen, wie du sie richtig fragst. Aber wenn sich erstere Person sich bei dir nicht mehr meldet, dann liegt das nicht unbedingt an dir, sondern vielmehr daran, was dir viel früher hätte auffallen sollen. Dieser Mensch braucht ständig neue Reize und ist vielleicht auch sehr viel schwieriger glücklich zu machen, eben weil sie immer wieder neue Reize braucht. Die stille, intellektuelle, süße Frau, die gibt dir natürlich auch eine Chance. Sie will ja jemanden wie dich kennenlernen. Aber wenn wir es nicht voranbringen, wenn wir uns nicht trauen, dann wird es auch mit ihr nicht klappen. Ich habe dir vorhin von Thorsten und Lee erzählt. Das sind die beiden. Thorsten hat jetzt die Frau erobert, in die er schon seit seiner Kindheit verliebt war. Und macht gerade eine wunderschöne Phase der Familienplanung mit ihr durch. Und Lee, der genießt gerade sein Leben und sammelt mehr Erfahrungen, weil er das die ganzen Jahre, 42 Jahre, verpasst hat. Da wir sie dahin gebracht haben, sind sie nun in einer ganz anderen Position, als wir sie noch zum ersten Mal im kostenlosen Erstgespräch gehört haben. Wenn du möchtest, dass wir dein Potenzial genauso analysieren, wie das von Lee oder Thorsten oder hunderte anderer, die jetzt glücklich neben der Frau aufwachen, die ihr Herz erfüllt, dann bewirb dich jetzt auf unser kostenloses 1:1 Gespräch. Klick jetzt auf den Link in der Beschreibung oder hierhin. Informier dich und dann sehen wir uns gleich.